Hallo Lieben, herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Nathalie. Auf diesem Kanal geht es immer um Garten, Pflanzen und auch manchmal um meine Hühner. Und mittwochs geht es immer um mentale Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung, alles, was dem Herzen gut tut. Wobei Pflanzen und Garten tun dem Herzen auch gut. Von daher ist es sehr konsistent, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, was machen wir heute? Ich habe eine Bestellung aufgegeben vor einiger Zeit. Es ist ein sehr kleines Päckchen, aber es hat sehr, sehr viel Inhalt. Und zwar habe ich bestellt im Samenhaus Müller. Das ist ein Saatgutversand. Also die haben auch Blumenzwiebeln und so weiter, aber ich habe dort Samen bestellt. Der Hintergrund ist folgender. Ich plane dieses Jahr ein Blumenmeer in meinem Garten zu haben. Letztes Jahr habe ich schon unglaublich viele Blüten gehabt. Hauptsächlich Dahlien. Dazu gibt es ganz viele Videos auf dem Kanal. Es gibt Videos, wie ihr sie pflanzt, wie ihr sie pflegt, wie ihr sie überwintert, wie ihr sie zurückschneidet. Und es gibt auch eine Tour durch den Frankfurter Palmengarten, heißt das, genau, Frankfurter Palmengarten durch die Dahlienabteilung. Und es gibt natürlich auch eine Tour durch meine eigene Dahlienkollektion, also mindestens 6 oder 7 Videos über Dahlien. Dahlien machen ein bisschen mehr Arbeit, als der ein oder andere mag. Und manche Leute wollen ja auch einfach am Ende des Jahres keine zusätzliche Arbeit haben mit Ausgraben und Lagern und so weiter. Und mir geht es natürlich genauso. Also versteht mich nicht falsch, ich werde weiterhin Dahlien haben, auch dieses Jahr. Ich habe eine Dahlienbestellung aufgegeben, die ich euch dann auch zeigen werde. Aber ich möchte auch Pflanzen haben, die einfacher sind von der Pflege. Das heißt, wo ich das Saatkorn in die Erde stecke und damit hat sich das erledigt. Dann muss nur noch gegossen und eventuell gedüngt werden. Und dazu habe ich eben diese Bestellung aufgegeben und habe mir einige Samen bestellt von Sorten, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Hintergrund ist auch oft, dass ich geschaut habe, was sind gute Schnittblumen und was nicht. Das heißt, wenn die dann in dem Garten wachsen, dann möchte ich auch in der Lage sein, da schöne Blumensträuße draus zu schneiden. Ich würde sagen, wir machen die Kiste mal auf und wir schauen mal, was so drin ist. So, also macht euch gar keine Sorgen. Ich zeige euch alles nacheinander. Ich würde sagen, es sind so ungefähr 30 Päckchen und vielleicht sollte ich so ein bisschen sortieren vorher, dass ich euch nicht alles durcheinander zeige, weil ich habe auch ein paar Tomaten bestellt, wobei die hier sind nicht für mich, die habe ich für jemanden mitbestellt. Ich zeige euch die Päckchen aber trotzdem. Okay, einmal schnell durchgucken. Vielleicht ganz kurz zu dem Samenhaus Müller. Ich habe das erste Mal dort bestellt. Es war alles wirklich völlig in Ordnung. Die Samen waren gut kategorisiert. Ich fand auch, es gab eine sehr, sehr große Auswahl. Die Beschreibung war gut und vor allem, das sieht man hier so ein bisschen, haben die unglaublich viele Marken. Das heißt, manche Gartencenter haben dann ja nur den Kiepenkerl-Aufsteller oder nur den Sperli-Aufsteller, was auch immer. Und man hat nicht so die große Markenauswahl. Und deswegen ist man da auch immer so ein bisschen mit den Preisen gebunden. Ja, man hat dann entweder die Wahl, ich kaufe die Sonnenblume für 3 € oder ich lasse es halt. Aber ich habe nicht die Wahl, zwischen den Marken zu wechseln im Gartencenter. Die Möglichkeit habt ihr natürlich auf der Webseite, weil ihr dann gucken könnt, wer hat die günstigste Sonnenblume, die mir gefällt. So viel dazu. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Allererste, was ich euch zeigen möchte, was ich gekauft habe, sind Zinien. Die Marke ist in dem Fall Sperli. Aber wie gesagt, ich kann jetzt hier keinerlei Aussage treffen, welche Marke besser ist. Meine Auswahl ist ausschließlich darauf gelaufen, wer hatte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf der Webseite zu dem Zeitpunkt, an dem ich bestellt habe. Von daher, das war jetzt so das hauptsächlichste Kriterium. Das hier ist die Dahlienblütige Mischung. Die werden ungefähr 90 cm groß. Zinien sind unglaublich pflegeleicht. Ihr seht sie aus, ihr gießt sie, das war's. Und sie wachsen unglaublich schön. Ihr habt eine tolle Schnittblume. Ihr bekommt auch sehr, sehr viele Blüten. Diese Sorte hier ist die Dahlienblütige Mischung. 90 cm wird sie hoch. Letztes Jahr hatte ich die kalifornische Riesenmischung und die waren dann tatsächlich 2,5 Meter hoch. Spektakulär, wirklich. Ich habe mich letztes Jahr in Zinien verliebt und deswegen, die werden, glaube ich, aus meinem Garten nicht mehr wegzudenken sein. Das nächste, was ich bestellt habe, sind Stockrosen. Einmal eine schwarze Sorte und einmal eine rote Sorte, beziehungsweise eine Mischung. Das hier ist eine Mischung, die heißt Sperlis Simplex Mischung. Und ihr seht, da sind Weiß, Rot und Rosé-Töne drin.
Die andere Sorte heißt Dunkle Schönheit und hat ein dunkellila oder fast schwarzes Blütenbild, würde ich sagen. Stockrosen werden ziemlich hoch und sind sehr schlank. Das heißt, ihr habt eine sehr lange Struktur dann im Garten, die aber tatsächlich nächstes Jahr wiederkommt. Das habt ihr zum Beispiel bei den Zinien nicht, sondern ihr seht die Stockrosen aus und dann bekommt ihr sie im nächsten Jahr wieder. Hoffentlich. Das ist allerdings keine Schnittblume, das ist nichts, was ihr in die Vase stellen könnt. Also ihr könnt natürlich, aber die halten in der Vase nicht so arg lange. Ihr bekommt auch nur eine lange Blüte, das heißt, ihr habt jetzt nicht wie bei den Zinien da irgendwie 10 Blüten dran und wenn ihr zwei wegnehmt, dann sieht man das an der Pflanze selbst gar nicht, sondern hier bekommt ihr eine Blüte pro Pflanze. Nee, das ist auch nicht richtig gesagt, weil es sind ja mehrere Blüten, definitiv, aber die sind alle an einem, ihr bekommt nur einen Blütenstab. Ich glaube, so kann ich sagen. So, als nächstes habe ich mir eine Sonnenblume bestellt. Mit Sonnenblumen habe ich letztes Jahr auch ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Das hier ist eine Sorte, die heißt gefüllte Riesen. Helianthus ist der botanische Name von Sonnenblumen. Wie gesagt, letztes Jahr hatte ich eine rote Sonnenblume, die unfassbar schön war. Die habe ich mir auch wieder bestellt. Die kann ich euch nachher mal zeigen. Und die hier wird wie hoch? Die wird auch 150 cm hoch und sind auch wirklich tolle Schnittblumen. Als nächstes habe ich mir bestellt und vielleicht sagt der ein oder andere jetzt, Nathalie, das ist doch Unkraut. Okay, damit kann ich leben, aber es ist sehr, sehr schönes Unkraut. Also ich habe Rittersporn bestellt. Achtung, giftig. Das heißt, wenn ihr kleine Kinder habt, müsst ihr die davon fernhalten. Mehrjährig. Das heißt, auch die kommt nächstes Jahr wieder. Aber auch eine wunderschöne vertikale Struktur, wunderschöne Blüten. Trichterförmige Blüten. Es ist eine Staude und vor allem auch ein Lichtkeimer. Das müsst ihr beachten. Diese Samen dürft ihr nicht in die Erde stecken, weil die brauchen Licht, um zu keimen. Also das nochmal so als Hinweis. Dann habe ich bestellt Ich war keine Ahnung. Ich war Tagetes. Es hört sich alles falsch an, was ich sage. Ihr seht es auf der Packung, wie es heißt. Das ist auch eine Pflanze, die ich von all meinen Verwandten kenne, eine Gartenpflanze, die ich von all meinen Verwandten kenne. Und dieses Jahr werde ich sie das erste Mal selbst aussehen und ich werde berichten, wie das geht. Wir werden sehen. Das sind ungefähr 40 Pflanzen, 60 bis 90 cm hoch. Und ja, ihr seht gelb, orange, das ist so die Farbpalette, die ihr damit erreichen könnt. Als nächstes Kokardenblumen. Kokardenblume kenne ich nur als ja, fertig gekaufte Blume. Das heißt, ich habe schon mal eins, zwei gekauft. Die sahen alle ein bisschen anders aus. Die waren auch vorgezogen und hatten eine sehr, sehr feste Struktur, würde ich sagen. Auch die ist super als Schnittblume geeignet. Angeblich. Wie gesagt, ich habe sie noch nie aus der Saat gezogen und ich habe sie auch noch nie geschnitten, muss ich sagen. Das werde ich dieses Jahr ausprobieren. Auch hier werde ich berichten, wie es läuft. Jetzt zeige ich euch eine Blume, die ich schon oft gesehen habe. Und ich weiß aber nicht, wie ich mich fühle mit dieser Blume. Und zwar ist das Akelei. Akelei ist eine Blume, die so speziell aussieht, dass sie eigentlich schon ein bisschen zu extravagant für meinen Geschmack ist. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Akelei hat diese 5 Außenblüten und dann nochmal 5 Innenblüten und sieht wirklich sehr, sehr spektakulär aus. Und sie sagen, hier werden frisch und getrocknet als Beiwerk in Sträußen verarbeitet. Als Beiwerk. Also ich weiß nicht, das ist eine sehr extravagante Blüte. Ich glaube kaum, dass die Beiwerk ist. Wenn, dann ist die wahrscheinlich der Hauptdarsteller in einem Strauß. Aber das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt auf diese Pflanze. Das nächste, was ich bestellt habe, und auch hier sagen ganz viele Leute, halt, das ist Unkraut. Und ja, ich werde dieses Unkraut bei mir in den Garten entlassen. Und zwar ist das die Trichterwinde. Und jetzt seht ihr auch das erste Mal, das ist eine andere Marke, anstatt nur Kiepenkerl und Sperli. Ich weiß gar nicht, Flora Elite ist die Marke. Es ist eine Ranke, das heißt definitiv keine Schnittblume, aber wenn ihr irgendwo eine Struktur habt, die ihr ein bisschen verschönern wollt, sei es ein alter Zaun oder irgendwelche alten Holzstrukturen oder auch ein Pavillon, wo ihr an einem von den Holzbalken vielleicht was mit Farbe hochwachsen lassen wollt,
dann ist das hier absolut eine Möglichkeit. Und auch Achtung hier, die Samen sind giftig. Als nächstes habe ich eine Sonnenblume. Das hier ist, glaube ich, nicht exakt die Sorte, die ich letztes Jahr hatte, weil die letztes Jahr hieß irgendwie dunkelbraun. Ich weiß gar nicht mehr, wie die letztes Jahr hieß. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht irgendwo im Keller noch die Packung finde. Dieses Jahr werde ich diese hier machen. Das hier ist die rote Sonne von Sperli. Circa 2 Meter hoch, einjährig und was mir hier ganz gut gefällt, mal davon abgesehen, dass Sonnenblumen wunderbare Schnittblumen sind, es ist ein Insektenmagnet. Ich versuche natürlich mit den ganzen Blüten auch immer Insekten anzulocken. Mir ist dabei wichtig, dass die dann einen offenen, oder was heißt mir ist dabei wichtig? Den Insekten ist dabei wichtig, dass sie dann eine offene Mitte haben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Blüten habt, die bis zum Anschlag gefüllt sind, wie zum Beispiel bei der Sonnenblume hier, jetzt muss ich mal gucken, die erste Sonnenblume, die ich euch gezeigt hatte, seht ihr, finde ich schon gar nicht mehr. Wobei bei der geht es auch, die hat auch noch so ein bisschen, die ist auch noch ein bisschen offen in der Mitte. Aber es gibt dann tatsächlich Blüten, die so voll sind in der Mitte, dass da quasi keine Biene mehr dran kann. Und dann, dann hilft es halt den Insekten nicht so arg viel. Als nächstes habe ich Schmuckkörbchen oder auch Kosmos, was gibt es noch? Mein Mann mag den nicht, weil er sagt immer, das sieht aus wie Unkraut. Und wahrscheinlich haben viele andere von euch die gleiche Meinung. Schmuckkörbchen sind aber so ein bisschen im Kommen wieder. Vor allem, weil es jetzt neue Sorten gibt, die irgendwie gefüllt sind oder eben andere Farben haben. Ja, von daher, ja, noch ein Unkraut. Aber von dem könnt ihr auch tatsächlich am Ende des Jahres wieder Samen entnehmen. Beim Samen entnehmen für Zinien und auch für Schmuckkörbchen nochmal ein wichtiger Hinweis. Es findet ja Kreuzung statt. Das heißt, die Biene geht ja von der weißen Blüte zur rosanen, zur dunkelroten. Und damit werden die ganzen Erbguteigenschaften von diesen Blüten vermischt. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt diese weiße Blüte hier haben und ihr wollt von der das Saatgut entnehmen und ihr wollt dann auch im nächsten Jahr nur die weißen Blüten haben, das wird nicht funktionieren, wenn irgendwo in der Nähe andersfarbige Blüten sind. Ich habe auf meinem Kanal ein ganz altes Video, da geht es um Tomaten und um F1-Hybride. Das könnt ihr euch gerne mal angucken, weil da erkläre ich so ein bisschen... Der Hund musste gerade niesen. Betty, you okay? Da erkläre ich so ein bisschen, wie das funktioniert mit den Generationen und den Kreuzungen und was ihr dann von der nächsten Generation erwarten könnt. Als nächstes habe ich Löwenmäulchen. Löwenmäulchen sind auch eine super schöne Schnittblume, auch extrem einfach. Wenn man die ein bisschen pinziert, werden sie auch buschiger. Letztes Jahr habe ich welche aus Samen gezogen und ich habe auch welche im Topf gekauft, also vorgezogen im Gartencenter. Bei Löwenmäulchen könnt ihr wirklich beides machen, weil im Gartencenter sind die nicht so arg teuer, wenn sie dann als Pflanze vorgezogen sind. Und gerade die zwei, die ich gekauft hatte, die haben sich ein Wolf geblüht. Wahnsinn! Da konnte ich auch Samen entnehmen. Das heißt, auch bei Löwenmäulchen, ob ihr euch jetzt die Pflanze oder die Samen kauft, ihr könnt dann generationsweise die Samen immer entnehmen. Und es ist eine schöne Schnittblume. Und es gibt 1000 Farben. Als nächstes habe ich ein weiteres Unkraut, Fingerhut. Und das geht so ein bisschen einher mit dem Rittersporn. Ich war auf der Suche nach sehr schlanken, hohen Strukturen, um die hinten gegen den Gartenzaun sozusagen zu stellen. Also quasi, wenn ich aus dem Fenster rausgucke, habe ich eine ganz große braune Wand, Holzwand, ganz hinten am Ende des Grundstücks. Und da versuche ich halt irgendwas hochwachsen zu lassen, das dann einfach das Holz so ein bisschen verdeckt. Und das erhoffe ich mir hiervon. Zum allerersten Mal probiere ich auch Mohn aus. Das hier ist Islandmohn, Monarch Strain Mix. Leicht pastellfarben, kann ich noch nicht viel dazu sagen, wie es funktioniert. Das Päckchen reicht für ungefähr 100 Pflanzen und ja, wir werden sehen. Also damit habe ich überhaupt keine Erfahrung, aber das ist ein Experiment für dieses Jahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Packung, die Farben auf der Packung sehen ja echt toll aus. Von der Marke her ist das jetzt von Christensen oder so. Ich hatte da schon ein paar Mal Saatgut davon und also da gibt es nichts dran auszusetzen. Da habe ich bisher nur gute Erfahrungen mitgemacht. Als nächstes Peonie Aster.
Eine wunderbare Schnittaster. Auch das habe ich gekauft mit dem Hintergrund, sie als Schnittblume zu verwenden. Und ja, mag es auch wieder Kresten sind. Und ich muss jetzt gerade mal schauen, wie hoch die hier werden. Ungefähr 65 cm. Also die werden auch schon, das sind ganz stattliche Astern. Dann als allernächstes, und das ist vielleicht jetzt in eurem Kopf gar nicht so sehr eine Schnittblume, aber ich habe tatsächlich einige Gestecke letztes Jahr gesehen, die diese Blume drin hatten und das sah fantastisch aus. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, das dieses Jahr auch zu ziehen. Ich muss allerdings mal schauen, wohin, weil angeblich wird die relativ groß. Die Packung, also erstmal worum es geht, ja, bevor ich jetzt anfange. Fuchsschwanz, einjährige Pflanze. Und ihr habt sie bestimmt schon mal gesehen, die bekommt diese langen, runterhängenden Blüten. Ihr kennt diese Pflanze vielleicht als Amaranth. Und ja, also man kann Amaranth essen. Ich weiß nicht, ob man diese Sorte jetzt hier essen kann oder ob das eine Ziersorte ist. Aber ihr könnt sie auf jeden Fall als Schnittblume verwenden, um quasi ein hängendes Element in eurem Blumenstrauß zu haben. Also, ich bin sehr gespannt, wie das aussieht und ob das alles funktioniert. Wir werden sehen. Ich werde berichten. Als nächstes habe ich mir eine Packung Sonnenhut gekauft. Rudbeckia. Wunderschön. Sieht so ein bisschen aus wie die kleine Schwester von der Sonnenblume. Wird auch nicht ganz so hoch. Etwa 70 cm. Das heißt, wer einen kleinen Garten hat und Sonnenblumen liebt, Sonnenblumen aber zu groß werden. Zum einen müsst ihr wissen, es gibt kleine Sonnenblumensorten, da müsst ihr einfach nur ein bisschen recherchieren, aber ihr könnt auch tatsächlich einfach Sonnenhut benutzen. Auch eine wunderbare Schnittblume. Dann habe ich mir noch eine Mischung, eine amerikanische Buschmischung von Sommerastern gekauft. Da haben mich halt auch die Farben angesprochen, Pink und Lila. Das sieht halt immer total süß aus, finde ich. Vor allem für die Mädchen, also für meine Kinder. Die pflücken ja auch sehr, sehr gerne. Von daher, je mehr Blüten ich im Garten habe, desto mehr Blüten kann ich für mich selbst behalten. Weil wir haben ja Leute, meine Kinder pflücken halt auch unglaublich gerne, stellen es in ihre Zimmer und so weiter. 70 bis 80 cm hoch, wie gesagt, eine Sommeraster, einjährig und eine tolle Schnittblume. So, als allerletztes habe ich nochmal eine Sommeraster und zwar 70 cm hoch wird die. Und da bin ich mal auf die Blüte gespannt. Prinzessgelb heißt die Sorte. Ich mache ja dieses Jahr einige Astern, obwohl ich das da nicht viel Erfahrung mit habe. Aber das ist halt das Schöne daran, wenn man einfach mal was Neues ausprobiert oder ihr habt vielleicht letztes Jahr Pflanzen gekauft, die sich wunderbar bei euch im Garten verhalten haben und ihr seid einfach ein Fan geworden, wollt aber nicht jedes Jahr so viel Geld ausgeben, die vorgezogen im Gartencenter zu kaufen, dann macht es halt echt einfach Sinn, wenn man sich das als Saatgut kauft. So, ich zeige euch jetzt, es ging ja eigentlich um Schnittblumen, aber ich zeige euch noch schnell die drei Tomatensorten, die wir bestellt haben. Das eine ist eine Gigantomo-Tomate und da bin ich mal gespannt. Also die Erntezeit ist Juli bis Oktober, wie für die meisten. Und es ist eine der größten und schwersten Fleischtomaten weltweit. Bis zu 1 Kilogramm schwere Früchte. Also das will ich sehen, da bin ich gespannt, ob das dann der Fall ist. Was haben wir noch hier? Genau, dann noch eine kleine, eine Cocktailtomate, Zuckertraube heißt sie. Und da bin ich auch mal gespannt. Hat sehr, sehr süße Früchte angeblich. Und dann habe ich noch eine sehr widerstandsfähige Tomate gekauft. Die Sorte heißt Fantasio, ist ein F1-Hybrid. Wie gesagt, schaut euch das Video zu dem Thema F1-Hybriden an, damit ihr wisst, was das bedeutet und worauf ihr dann achten müsst, wenn es um Saatgutentnahme geht und so weiter. Das hier habe ich gekauft, die hier ist tatsächlich für uns, weil wir letztes Jahr super viele Probleme mit Braunfäule hatten. Braunfäule ist eine Pilzkrankheit, die viele Tomaten befällt, wenn man sie im Freiland hat, vor allem hier bei uns in Deutschland. Das Klima ist sehr feucht. Und vor allem auch, wenn ihr Kartoffeln in der Nähe anpflanzt, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber trotzdem hatten wir 1-2 Fälle von Braunfäule. Und es gibt Sorten, die etwas resistenter sind gegen diese Krankheit und das ist eine davon. Von daher, das wird dieses Jahr ausprobiert und wir schauen mal, ob das besser funktioniert. Ich freue mich total, dass ihr dabei wart.
ja, wenn ihr irgendwas davon ganz besonders toll fandet, ich kann euch zu vielen Sachen noch nicht sagen, wie es funktioniert. Ich kann euch nur sagen, ich werde ein paar dieser Sachen vorziehen. Dazu habe ich so Plastikdinger mit einzelnen Zellen drin, so Saatplatten würde ich sagen. Ich werde einige von diesen Pflanzen vorziehen, vor allem auch, um mir noch ein bisschen Zeit zu lassen, wo ich was hinpflanze. Zinien werde ich wahrscheinlich direkt aussehen und ja, ich muss dann auch gucken, wo ich meine Dahlien noch alle hinpflanze. Ich habe nämlich deutlich mehr bestellt als letztes Jahr. Der Garten wird voll. Ich muss schauen, dass ich ein bisschen was von der Rasenfläche von meinem Mann bekomme. Wir werden sehen. Ich freue mich total auf diesen Garten dieses Jahr. Ich bin so aufgeregt und so, ja, ich will eigentlich loslegen, aber es ist noch zu kalt, wisst ihr ja. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr dieses Jahr im Garten geplant habt. Welche Schnittblumen zieht ihr dieses Jahr? Vielleicht auch für mich als Tipp, falls ich irgendwas vergessen habe, was tatsächlich noch interessant sein könnte für meinen Garten. Und ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!